Willkommen zurück zu diesem Video. Hier geht es um den 1,4 Liter Lupo-Motor, der einen Motorschaden hatte. Der berüchtigte Kolbenkipper. Wir bauen jetzt den ganzen Motor nochmal neu auf. Hierzu gibt es einen Spendermotor von dem Ganzen hier, der noch maßhaltige Kolben hat. In dem letzten Video komplett neu aufgebaut. Der sollte eigentlich funktionieren, er hat sich drehen lassen. Stand eine Woche. Nach einer Woche hat er nicht mehr funktioniert. Die eingangsseitige Nockenwelle hat sich nicht mehr drehen lassen und das schauen wir heute in dem Video uns an. So, hier sehen wir jetzt die beiden Nockenwellen. Auslassseite, Einlassseite. Die sind natürlich noch ein bisschen ölig. Naja. Einlassseite kann ich ohne Probleme bewegen. Also die quietscht ein bisschen. Schleift auch ein bisschen. Ist natürlich jetzt nicht geschmiert, lag auch eine Weile rum, aber die Auslassseite, die ist bombenfest. Sorry, die Einlassseite, die ist bombenfest. Treiben wir die mal raus, ne? Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Naja, ob die da noch rausgeht, ist eine andere Frage. Hier haben wir die Nockenwellenhaube mit den Nockenwellen von dem alten Motor. Das ist natürlich das Schöne, wenn wir jetzt so viele Motoren hier haben, können wir den ganzen alten Rotz hier wegmachen, den ganzen alten Mist. Und dann, naja, nehmen wir jetzt mal die Nockenwellen raus, machen das Ding sauber und nutzen einfach die Nockenwellenhaube. Feuerfrei, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also hier, das fühlt sich ziemlich rau an. Das sieht man wahrscheinlich auch in dem Video ganz gut. Also da ist mal kein Öl gewesen. Es ist echt nicht so geil. Natürlich noch den Zylinderkopf, den wir ja ausgebaut haben. Ich muss auf jeden Fall nochmal die Ventile prüfen, die auslassseitig drin sind. Also hier sitzt ja im Prinzip die, einlassseitig. Hier sitzt ja im Prinzip die Welle, die quasi fest ist, die sich nicht drehen lassen hat. Und auf jeden Fall definitiv waren die beiden, die beiden Ventile ausgefahren. Also die waren draußen. Und wäre natürlich jetzt blöd, wenn diese Ventile, oder die haben auf jeden Fall auf den Kolben geschlagen und wäre natürlich blöd, wenn die jetzt krumm wären. Also die werde ich auf jeden Fall prüfen und den Rest werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Der Rest hier war auf jeden Fall zu, definitiv. Auf der Seite natürlich gleiches Spiel. Also auf jeden Fall nochmal anschauen, ob die alle irgendwie nicht krumm sind. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir holen das Ventil raus und schauen uns das mal an. Naja. Im Arsch. Leider sind die krumm. Also da kann man jetzt nichts mehr machen. Das ist auf jeden Fall im Eimer. Ja. Das geht nicht mehr. Weiter geht's mit Nummer 2. Und naja. Genauso im Eimer. Also ich würde das jetzt mal weitermachen. Mit
allen anderen. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir hiermit machen. Ne? Also, die sind mehr als krumm. Naja, passiert. Der Kopf und der Block sehen aber gut aus. Also das Wichtigste ist noch alles safe. Auslassseite bin ich jetzt durch. Die ist in Ordnung. Also, ich habe mir alles angeschaut. Da ist jetzt nichts krumm. Die würde ich jetzt erstmal so lassen. Ist ja eh erstmal so ein Projekt. Hauptsache die Karre fährt, low budget, ne? Feuerfrei. Jetzt geht's an die Einlassseite. So, weiter geht's hier am Kopf. Das waren die Ventile, die krumm sind, die ich jetzt ausgebaut habe. Und hier sehen wir jetzt die Ventile, die ich aus dem alten Kopf entnommen habe. Das ist natürlich jetzt so, dass die hier reinkommen, sprich, die müssen auf jeden Fall nochmal eingeschliffen werden. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns die erstmal genauer an. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich habe die jetzt hier schon mal reingesteckt. Das sind jetzt quasi die aus dem alten Motor, sprich die geraden. Ich setze jetzt natürlich oben die Feder ein und bringe die quasi so ein, wie sie sind. Dann fülle ich im Prinzip hier in den Ansaugkanal Bremsenreiniger. Und also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann natürlich hier unten raustropft. Normalerweise sollten die ja dicht halten. Die sind natürlich jetzt nicht eingeschliffen hier auf den Kopf. Entsprechend, naja, es ist halt undicht. Quasi die Ventile. Wir haben, also ich habe jetzt hier mal so, so ein Tuch hingelegt und sobald das nass wird, das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen semi-professionell, aber ich denke, dann sollte man schon sehen, sobald das hier nass wird oder hier unten, falls es dann darunter läuft, dann sind die beiden undicht. Ich sprühe jetzt mal hier oben Bremsenreiniger rein. Fangen wir mal auf der linken Seite an. Ja, hier sieht man es schon. Ich bin nicht sicher, ob man es auf der GoPro sieht. Wahrscheinlich schon. Hier, das ist undicht. Und hier genauso. Na gut, also ich denke an dieser Stelle, das war's mal von diesem Video. Sobald das eingeschliffen ist, beziehungsweise sobald ich hier weitermache mit dem Einschlafen. Einschleifen, dann ja, geht es weiter mit dem Video. Also sprich das nächste. Ich werde das ganze Zeug jetzt bestellen dafür. Gibt es ja recht günstige Kits im Internet. Das würde ich jetzt einfach mal versuchen. Der Weg ist ja das Ziel, ne? Und an dieser Stelle sage ich dann mal ciao. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.